Ich würde gerne eine neue Soße machen. Hast du irgendeine Idee, was du da gerade tust, oder? Ich? Was ist das denn? Die Penny DEL Eishockey Grillmeisterschaft 2024. 7 Duelle, ein Champion. In Folge 1 duellieren sich am Grill die Adler Mannheim und der Titelverteidiger, die Kölner Haie. Für Mannheim am Start Leon Gawanke und Maximilian Heim. Für die Haie grillen Jan-Luka Senhen und Elias Lindner. Und hier ist eure Gastgeberin Jana Wosnitzer. Neues Jahr bedeutet neue Staffel der Penny DEL Eishockey Grillmeisterschaft. Schön, dass ihr zu Hause wieder mit am Start seid und schön, dass unser Team wieder mit am Start ist. Sie ist unsere Küchenchefin. Hier ist Meta Hildebrand. Freut mich, Jana. Freut uns auch sehr und auf deinen Pfiff hören sie alle. Alex Polacek, unser Ref. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Neues Jahr, aber alte Regeln. Bitte. Meta, du verrätst uns erstmal, was es gibt. Genau, die Aufgabe sollte einfach sein, weil es gibt eine klassische Currywurst vom Grill und dazu noch eine grillierte Ananas. Ich finde Currywurst etwas unheimlich Tolles und die selbstgemachte Soße, die so ein fruchtiges Aroma mitbringt, ist einfach mega lecker. So, und wie so eine Currywurst schmecken sollte, das kann mir doch keiner besser beantworten als so zwei waschechte Berliner, oder? Ja, also die eine oder andere vom Imbiss hat man schon mal gegessen. Ja, geht einem schon ein bisschen der Stift, wenn man dann natürlich die Jahre zuvor immer die Videos gesehen hat, dass er immer relativ gut gegangen ist eigentlich. Und dann will man ja hoffen, dass man was Essbares auf den Tisch zaubert. Brauchen wir die ganze Zwiebel? Boah, da steht eine Zwiebel. Boah, das setzt mir schlecht zu. Soll ich kurz machen? Ja, mach mal. Oh, Leon, jetzt haben wir Folge 1 und haben so schon den ersten Ausfall. Das ist so schön bei euch. Ja, es war auf jeden Fall, es war so überwältigend, jetzt endlich mal hier zu stehen. Und wir haben uns in Folge 1 natürlich nicht lumpen lassen und haben direkt mal den Titelverteidiger eingeladen. Polo träumt immer noch von dem Schokokuchen, den Pante und Schützi uns hier gegrillt haben. Völlig zu Recht. Der Kuchen, Höchstpunktzahl. 10. Justin Schütze und Mirko Pankowski räumten mal richtig ab. Also Jungs, ihr seid gefordert. Das ist jetzt natürlich Druck für euch hier, ne? Ja. Der Senni und ich waren schon ziemlich nervös. Wie sieht's denn bei euch so aus mit selber kochen? So gut. Ja gut, ich koche schon ab und zu mal, also so ist nicht. Gib ihm mal ein Gemüsemesser, weil er schneidet gerade mit dem Steakmesser. Nimmst du das schon? Das? Tipp vom Chef. Ja, ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorging. Der Löffel wird auch heiß. Komm, push dich mal ein bisschen. Die löschen schon ab. Push dich mal ein bisschen, die löschen schon ab. Dinge, die ihr noch nie gesagt habt vorher in eurem Leben, ne? Nee, muss ja auch ein bisschen die Zuschauer unterhalten, oder? Und auch in diesem Jahr gilt natürlich wieder, alle Rezepte gibt's für euch zum Nachgrillen auf penny.de/grillen. Wir sollen Currypulver schon reinpacken, Wasser. Ich glaube, Maxi hat seinen Job gut gemacht. Ich habe jetzt nicht allzu viel von ihm erwartet. Wo ist denn hier das Currypulver? Ey, Chef, siehst du das Currypulver irgendwo? Ach. Bei den Kölnern, die Soße, das ist ja schon fast ein Dip, oder? Das muss so sein. Brotteig. Zement vielleicht auch. Ja. Gibt Schlimmeres. Guck mal. Mehr geht nicht, oder? Nee, mehr geht nicht, Senni. Wenn ihr das mal auch sportlich von eurer Saison behaupten könntet, ne? Ja, also ich. Irgendwie schießt jeder gegen uns heute. Probier mal. Das schmeckt null nach Curry. Boah. Du bist nicht überzeugt. Ich würde gerne eine neue Soße machen. Wir hatten, glaube ich, zu viel Apfelmus und Apfelessig dabei. Dann haben wir da einfach Curry nach Curry, Salz nach Salz reingepfeffert, bis das ansatzweise vom Geschmack hingekommen ist. Hiervon viel zu viel. Sie meinte 100 Milliliter. Wir hatten das ja abgeschätzt, aber eigentlich. Also hätte ich das mit Augen zugemacht, hätte ich nicht gedacht, dass ich da gerade eine Currysoße esse. Ja, also so langsam sollten wir fertig werden. Letzten zwei Minuten brechen an. Erstmal durchlaufen. Erstmal Spiel beruhigen, Sandy. Jetzt einen klaren Kopf bewahren. So, jetzt wie geht's jetzt weiter? Jetzt zählt's. Ey, shit. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Aber Leute, also jetzt seid mir nicht böse, aber ihr sagt mir eben noch, ihr liebt Currywurst.
Und jetzt, was ist das denn? Hey. Also, was habt ihr denn gemacht? Ich glaube, die Currywurst von den Mannheimern sah ziemlich kacke aus. Was? Wir starten mit der ersten Verkostung in diesem Jahr. Hast du es vermisst, Polo? Mhm. Ich habe das ganze Jahr nichts gegessen. Haben sie sich Mühe gegeben. Hier, Leute, muss ich jetzt eins dazu sagen. Oder vielleicht auch einfach nicht. Weißt du, was mich das erinnert? Wenn ich mit meinem Dackel im Wald spazieren gehe und der Bauchweh hat, dann findet man sowas manchmal. Ich bin erschrocken tatsächlich am Anfang. Das Bild verfolgt mich immer noch in meinen Träumen. Schmeckt aber. Dann gehen wir zu den Punkten. Die Kölner Haie sicherten sich im letzten Jahr mit 57 Punkten den Titel und wollen den natürlich in diesem Jahr verteidigen. Von mir gibt es allerdings nur 6 Punkte. Angerichtet war sie schön, geschmacklich, Luft nach oben. Von mir gibt es einen Punkt mehr, 7. Die Optik macht's aus, 6. Macht 19 Punkte für die Kölner Haie. Die Mannheimer mit einer, muss man wirklich sagen, speziellen Optik. Aber geschmacklich war es tatsächlich besser, finde ich, als in Köln. Deswegen komme ich auf einen Gleichstand, ebenso 6 Punkte. Bei mir gibt es auch hier 7 Punkte. 6. Ja, jede fängt klein an. Macht also genauso 19 Punkte. Gleichstand nach dem ersten Gericht heißt Spannung pur bei unserer Nachspeise, auf die wir uns jetzt sehr freuen. Ich habe Erdbeeren gefunden, das heißt, es gibt was Süßes. Ich freue mich sehr. Apropos was Süßes. Polo, ich glaube, da fehlt noch was, ne? Da fehlt was. Ich bringe den Jungs noch den Pizzateig, dann können die gleich loslegen. Zur Süßspeise haben wir Pizzateig-Lollis, schön mit Zimt und Zucker und dazu schön marinierte Beeren. Eine Süßspeise vom Grill ist wahrscheinlich ein bisschen außergewöhnlich für die meisten, aber ich sage ganz ehrlich, was der Ofen und die Küche kann, kann auch der Grill. Ja, müsstet ihr den Pizzateig neu machen, wäre das mit der Mehlmenge vielleicht angebracht. Aber es geht ja nur darum, dass die eine Seite nicht klebt. Das Mehl, ich dachte, es muss so komplett die ganze Platte bedeckt sein. Im Nachhinein ist man mal schlauer. Hast du irgendeine Idee, was du da gerade tust, oder? Ich? Ja, ich verteile das ein bisschen. Meinst du nicht, das ist ein bisschen viel? Mach drauf, ist egal jetzt. Oh, boah, stark. Wenn man den Teig in Mehl ertränkt, hat man das Problem, dass das so rutscht, dass man ihn gar nicht mehr greifen kann. Und automatisch hat man dann bei einem Rollen viel zu viel Mehl darauf. Ich bin auf eure Anrichtungsweise wieder gespannt. Ja, wir geben uns jetzt mal ein bisschen mehr Mühe. So, damit kenne ich mich aus, habe ich mich früher beim Mehlschreis immer gemacht. Den hätte ich dir hingezaubert, du. Erstmal ein bisschen. Boah, das sieht professionell aus. Hier, der. Ein bisschen Salt Bay Vibes. Das kann ich. Wie sieht das bei euch so mit Cheat Days aus? Was ist bei dir so dein Cheat Meal Nummer 1? Ja, ist dann schon eher mal so ein Hamburger oder so. Oder so eine Currywurst aus Berlin? Eine Currywurst aus Berlin, ja, wenn die von dem Wein kommt, dann eher nicht. Schmeckt ja eindeutig besser als eure. Also. Profis am Herd macht aus, dass man weiß, was man tut. Und ganz so wussten wir es dann doch nicht. Zwei Zentimeter, was sind 2 Zentimeter? So. Das sind 2 Zentimeter? Ja, 2 sind hier eher so. Wirklich nicht dicker, die werden sonst nicht durch. Doch, jetzt wirst du immer dünner. Jetzt sollst du nicht mehr so dünn machen, heißt das. Man muss sich ja immer ein bisschen anstellen, dass sie halt auch mal vorbeikommen, einem hilft. Also kleiner Tipp, niemand schneidet so. Geht einfacher. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Da muss man loyal bleiben, Teamkollegen, ne? Ich sag mal, wenn man jetzt da wirklich vorsteht, dann wird man sich schon an meine Worte erinnern, dass es schon anspruchsvoll ist. Chef, mach du auch mal so ein Lolli hier. Ja, ja. Lollipop, Lollipop, oh la la, Lolli, Lolli. Küchenlokal. Ich hatte eins eingemehlt oder so. Nochmal nachmelieren. Melieren? Ja. Mit ein bisschen Mehl einstäuben. Das nennt man so eine Fachsprache unter Köchen. Melieren, das ist das eine, was im Kopf geblieben ist. Wie läuft es in Köln mit dem Melieren? Wir sind durch. Durchmeliert? Grill, ja. Wie läuft's? Gut. So genau wollte ich es nicht wissen. Guck mal, das sieht aber gut aus hier. Das sieht echt gut aus. Zeig das mal gerne einmal in die Kamera. Das sieht richtig nach Sommer aus. Dass man auch mal was Leckeres hier von den Adlern sieht. Ein paar Beeren reinschmeißen, oder was? Ja, alle einfach, oder? Komm, scheiß jetzt drauf, Alter.
Wir haben uns gerade ausgelacht. Meinte sie, ja, es gibt auch noch ein paar andere Hilfsgeräte. Und dann ja, lag da halt ein Messer und dann habe ich halt mal ein bisschen rumgerührt. Das ist jetzt die Soße. Mhm. Marinade heißt es. Im Mixen macht mir auf jeden Fall keiner was vor. So, wie sieht's bei euch aus, Jungs? Ja, ja, top. Kann sein, dass wir eine Früchte servieren, aber... Boah, wir machen echt noch die Limette oben drüber, ne? So krank. Und dann noch so Puderzucker. Brutal einer aufgegrillt hier, ne, bei euch. Tellerform sieht aus wie ein Knochen, das wären wir wieder beim Thema. Besser wird's, glaube ich, nicht, von daher würde ich sagen... Guten! Guten Appetit. So, mal schauen, ob die Lollis was können. Also ich muss sagen, optisch ist das schon mal echt ein Upgrade. Habt ihr euer Urteil? Wir sind sehr gespannt auf die Punkte jetzt nach diesem Dessert. Wir starten mit den Mannheimern. Von mir gibt's süße, sehr süße, 7 Punkte. Von mir gibt's auch 7 Punkte. Verdiente 6. Ich bin sehr gespannt, ob Köln das übertreffen wird. Von mir gibt's für das Dessert ebenso 7 Punkte. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich konnte mich entscheiden. Bei mir sind 6 Punkte. Und nochmals, verdiente 6. Ja, die Teams waren ziemlich nah aufeinander. Das heißt, der eine war zwar besser beim Anrichten, dafür war der andere besser beim Zubereiten und in der anderen Runde war es dann automatisch gewechselt. Damit geht das Grillduell zwischen Köln und Mannheim mit 39 zu 38 tatsächlich nach Mannheim. Und der Titelverteidiger ist direkt in der ersten Folge bereits geschlagen. Gratulation an die Adler. Glückwunsch. Ja, dafür, dass wir in unserem Leben vielleicht 2-mal gegrillt haben, sind wir, glaube ich, relativ zufrieden. Es war jetzt nicht top, da fehlt es noch ein bisschen Luft nach oben, aber als souverän würde ich es schon betiteln, ja. Die Adler fliegen den Haien davon. Damit steht jetzt schon fest, bereits in Folge 1, dass der Pokal hier zurück aus Köln zu einem neuen Sieger gehen wird. Wie erklärt ihr das den Jungs, Pante und Schützi? Ja, der Pante, der wird ziemlich sauer sein, aber wir konzentrieren uns dann doch lieber aufs Eishockey. Das ist vielleicht an der Stelle bei euch beiden auch die bessere Idee. Für uns war es ein toller Auftakt in diese neue Staffel. Wir sagen für heute Tschüss, freuen uns aber jetzt schon auf Woche 2. Ciao. Tschüss.